Hi, hier ist Thorsten von Dein DLRP. In diesem Video möchte ich euch die Hotels von Disneyland Paris vorstellen. Welche Hotels gibt es, was sind ihre Besonderheiten und noch viel mehr. All das gibt es nach dem Intro. Bevor wir richtig loslegen, abonniert doch bitte den Kanal und klickt auch die graue Glocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Eure Abos helfen uns wirklich sehr weiter. Vielen herzlichen Dank dafür. In Disneyland Paris gibt es 7 offizielle Hotels, 6 klassische Hotels und einen Sonderfall, wenn man es so will. Aber dazu später mehr. Es gibt das Disneyland Hotel, das Hotel New York The Art of Marvel, den Newport Bay Club, die Sequoia Lodge, das Hotel Cheyenne, das Hotel Santa Fe und Disney Davy Crockett Ranch. Das Disneyland Hotel ist derzeit geschlossen, aber ich werde euch einen kleinen Ausblick geben, was euch dort nach der Wiedereröffnung erwartet. Über Sprungmarken könnt ihr bequem zwischen den einzelnen Hotels in diesem Video hin und her springen, falls euch das ein oder andere besonders oder auch gar nicht interessieren sollte. Aber bleibt auch dran, denn ganz am Ende habe ich noch einen besonderen Tipp zur Auswahl des Hotels für euch. Bevor ich euch die einzelnen Hotels näher vorstelle, möchte ich kurz auf die Vorteile eingehen, die eine Übernachtung in einem der Disney Hotels mit sich bringt. Das ist ja nicht ganz unwichtig und hilft vielleicht bei der Entscheidung weiter, ob ihr ein Disney Hotel oder lieber ein Hotel in der Umgebung bucht. Also, los geht's. Was sind die Vorteile, die die Disney Hotels bieten? Alle Hotels, mit Ausnahme der Disney Davy Crockett Ranch, befinden sich in Fußreichweite zu den Parks. Außerdem gibt es alternativ auch einen kostenlosen Shuttlebus. Neben dieser guten Erreichbarkeit gibt es weitere Vorteile. Das vermutlich größte Plus ist die Extra Magic Time. Das bedeutet, als Gast eines Disney Hotels könnt ihr bereits eine Stunde vor der regulären Eröffnung in die beiden Parks. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Disney-Figuren im Hotel zu treffen, häufig sogar ohne lange Wartezeiten. Dazu kommen gratis Parken am Hotel und am Park und Gepäckaufbewahrung. Außerdem könnt ihr den Shopping-Service nutzen, wenn ihr in den Parks oder im Disney Village einkauft. Lasst euch eure Einkäufe einfach ins Hotel liefern, wo ihr sie abends ganz bequem abholen könnt. Jedes Hotel hat mindestens ein Restaurant und eine Bar. Im Restaurant könnt ihr frühstücken, wenn ihr möchtet, und am Abend essen, wenn ihr euch nicht eines der Restaurants in den Parks oder im Disney Village lieber isst. Je nach Hotel gibt es noch weitere Ausstattungen, die euren Aufenthalt noch angenehmer machen. Aber dazu komme ich gleich im Abschnitt zu den einzelnen Hotels. Wir beginnen mit dem günstigsten der Hotels und arbeiten uns dann langsam weiter vor. Das günstigste Disney Hotel ist das Hotel Santa Fe. Es ist ein 2-Sterne-Hotel, das ein Cars-Theming hat. In den Zimmern findet ihr einige Gestaltungsmerkmale, die an den Film Cars erinnern. Die Zimmer bieten Platz für 4 Personen. Dabei gibt es 2 Doppelbetten pro Zimmer, ideal für 2 Erwachsene und 2 Kinder. Mit 4 Erwachsenen ist der Aufenthalt möglich, aber es wird doch etwas eng. Es gibt das Restaurant La Cantina und die Rio Grande Bar. Außerdem gibt es einen Starbucks. Und natürlich ist auch ein Hotelshop, der Trading Post, vorhanden. Wenn ihr den überwiegenden Teil des Tages in den Disney Parks verbringt und auf euer Budget achten müsst, dann ist das Hotel Santa Fe perfekt für euch. In 15 bis 20 Minuten könnt ihr die beiden Disney Parks zu Fuß erreichen. Natürlich gibt es auch den kostenlosen Bus. Direkt gegenüber, am anderen Ufer des Rio Grande, liegt das nächste Disney Hotel. Disney Hotel Cheyenne. Das Hotel hat 3 Sterne, ist wie die Filmkulisse eines klassischen oder auch eines Italo-Westerns der 50er und 60er Jahre gestaltet. Die Zimmer haben ein Toy Story Theming. Die Zimmer sind ebenfalls für 4 Personen ausgelegt. Allerdings findet ihr in den meisten Zimmern ein Doppelbett und eine Schlafcouch, die ihr bei Bedarf ausklappen könnt. So habt ihr etwas mehr Platz im Raum, solltet ihr nur zu zweit unterwegs sein und könnt euch auch mal aufs Sofa setzen. Wichtig, vor allem im Sommer, es gibt eine Klimaanlage, ein großer Pluspunkt gegenüber dem Santa Fe. Im Hotel Cheyenne gibt es das Jack Wagon Café als Restaurant, die Bar Red Garter Saloon und ein Starbucks. Natürlich gibt es auch einen kleinen Shop, in dem ihr ein paar Souvenirs kaufen könnt. Dazu gibt es im Hotel Cheyenne etwas Besonderes. Es ist das einzige Disney-Hotel mit einem Waschsalon. Wenn ihr also im Urlaub Wert auf Waschmaschine und Trockner legt, dann seid ihr hier richtig. Außerdem gibt es einen Kräuter- und Gemüsegarten, der nicht nur schön aussieht. Die Lebensmittel, die hier geerntet werden, landen auch auf euren Tellern, wenn ihr in einem der Disney-Restaurants im Resort essen geht.
Für den Fußweg zu den Parks benötigt ihr ebenfalls etwa 15 bis 20 Minuten. Gehen wir etwas näher an die Parks, zur Disney Sequoia Lodge oder Disney Hotel Sequoia Lodge. Das 3-Sterne-Hotel liegt direkt am Lake Disney. Es ist gestaltet wie ein Hotel der Nationalparks Nordamerikas. Die Zimmer haben ein dezentes Bambi-Theming. Sie bieten Platz für bis zu 4 Personen und sind mit 2 Doppelbetten ausgestattet. Es gibt auch Zimmer mit einem King-Size-Bett. Die Zimmer sind etwas größer als im Santa Fe in Cheyenne und verfügen über eine Klimaanlage. Allerdings sind die Zimmer oft etwas abgewohnt. Das muss nicht der Fall sein, wird aber häufiger kritisiert. Abhilfe wird da eine Renovierung schaffen, die gerade in die Wege geleitet wird. Noch ist aber nicht bekannt, wann die Arbeiten wirklich beginnen. Zurzeit gibt es zwar einige Testzimmer und Flure, aber noch keinen wirklichen Start der Renovierung. Es gibt 2 Buffet-Restaurants, von denen allerdings in der Regel nur der Hunter's Grill geöffnet hat. Die Beaver Creek Tavern wird normalerweise nur bei sehr hoher Auslastung genutzt. In der Redwood Bar and Lounge könnt ihr vor dem Kamin entspannen. Und selbstverständlich gibt es auch einen Shop. Dazu kommen noch einige weitere Ausstattungsmerkmale, die dafür sorgen, dass die Sequoia Lodge etwas höherpreisig ist. Es gibt einen Pool und ein Fitnesscenter. Außerdem gibt es in der Sequoia Lodge eine Clubetage, den Golden Forest Club. Bucht ihr den Golden Forest Club, habt ihr die Wahl zwischen normalen Zimmern und Suiten. Mit eurem Aufenthalt in dieser Clubetage bekommt ihr Zugang zur Golden Forest Lounge. Hier könnt ihr frühstücken und am Nachmittag einen kleinen Snack genießen, sowie bis spät abends eine kleine Auswahl an kalten und heißen Getränken zu euch nehmen. Des Weiteren gibt es einen eigenen Check-in-Bereich für Gäste des Golden Forest Clubs. Wenn ihr eure Tage nicht komplett in Disney Parks verbringt, sondern es genießt, zwischendurch einfach eine Pause im Hotel einzulegen, dann solltet ihr die Sequoia Lodge die engere Auswahl nehmen. Zumindest jetzt, vor der Renovierung, sind die Preise für dieses Hotel sehr moderat. Um zu den Parks zu gelangen, benötigt ihr ca. 15 Minuten zu Fuß oder ihr nehmt den Bus. Kommen wir jetzt zu den Deluxe Hotels von Disneyland Paris. Den Auftakt macht Disney's Newport Bay Club. Dieses 4-Sterne-Hotel liegt am Ufer des Lake Disney. Es hat ein maritimes Thema, das an die Seebäder in Neuengland angelehnt ist. Das Hotel ist das erschwinglichste in der Deluxe-Kategorie. Die Zimmer sind für 4 Personen ausgelegt und verfügen über 2 Doppelbetten. Es gibt eigene Familienzimmer mit Platz für 5 Gäste und einige Zimmer mit King-Size-Bett, sodass 2 Personen übernachten können und mehr Platz im Raum haben und ein größeres Bett. Natürlich gibt es eine Klimaanlage, sodass ihr auch bei sommerlicher Hitze gut schlafen könnt. Im Newport Bay Club gibt es ein Buffet-Restaurant, das Cape Cod, und ein Restaurant mit Tischbedienung, den Yacht Club. Außerdem gibt es eine Bar. Dazu kommen ein schöner Pool, ein Fitnessraum sowie eine Sauna. Natürlich gibt es auch einen Shop im Hotel. Wie auch in der Sequoia Lodge gibt es auch im Newport Bay Club eine Clubetage, den Compass Club. Hier gibt es verschiedene Zimmertypen und Suiten. Mit der Buchung einer Übernachtung im Compass Club habt ihr automatisch Zugang zur Compass Club Lounge, in der ihr euer Frühstück in ruhiger Atmosphäre genießen könnt. Außerdem gibt es hier am Nachmittag Snacks und den ganzen Tag über warme und kalte Getränke. Wenn ihr mögt, könnt ihr in diesem Hotel auf Serviceangebote wie Room Service und Valet Parking zurückgreifen. 2 Dinge, die ihr bei Disney erst ab der Deluxe-Kategorie bekommen könnt. Um zu den Parks zu gelangen, benötigt ihr zu Fuß 10 bis 15 Minuten oder ihr wählt auch hier den Bus. Das zurzeit neueste Disney-Hotel ist das Hotel New York, The Art of Marvel. Das elegante 4-Sterne-Hotel liegt am Ufer des Lake Disney. Es ist wie eine Kunstgalerie in New York gestaltet, in der Marvel-Kunstwerke gezeigt werden. Mehr als 300 Zeichnungen und Gemälde sind in diesem Hotel ausgestellt. Die Marvel-Kunst findet ihr in den öffentlichen Bereichen, aber auch in den Zimmern. Die Zimmer sind für bis zu 4 Personen ausgelegt und haben ein modernes, deutliches Marvel-Theming. Die meisten Zimmer verfügen über 2 Doppelbetten, es gibt aber auch Zimmer mit einem großen Doppelbett und einem Schlafsofa. Es gibt auch einige Zimmer mit einer Terrasse. Selbstverständlich verfügen alle Zimmer über eine Klimaanlage. Im Hotel New York, The Art of Marvel, gibt es 2 Restaurants und 2 Bars. Es gibt das Buffet Downtown Restaurant und das Tischbedienungsrestaurant Manhattan Restaurant, das aktuell zu den besten Lokalen im Resort zählt. Auch hier setzt das Marvel-Theming in der Gestaltung fort. In der Bleecker Street Lounge könnt ihr tagsüber Snacks und Getränke genießen, während ihr abends in der Skyline Bar mit einem Cocktail die Aussicht über das New York des Marvel-Universums erleben könnt. Das Hotel New York verfügt über einen Pool, einen Fitnessraum, eine Sauna und einen Sportbereich im Freien mit Tennis- und Basketballplatz. Auch Shoppen ist in der New York Boutique möglich. Hier gibt es immer wieder exklusive Marvel-Artikel. Selbstverständlich gibt es im Hotel New York The Art of Marvel auch eine Clubetage, den Empire State Club. Neben der privaten Rezeption erwartet euch hier eine eigene Lounge, in der ihr frühstücken könnt.
Am Nachmittag werden euch hier Snacks angeboten und ihr könnt euch den gesamten Tag über mit kalten und heißen Getränken eindecken. Das Besondere für Marvel-Fans ist die Superhero Station, exklusiv für Hotelgäste. Hier könnt ihr einen Marvel-Helden treffen und euch zudem in verschiedenen Kulissen, die jeweils einem Superhelden gewidmet sind, fotografieren lassen. Zusätzlich gibt es noch das Marvel Design Studio, das sich vornehmlich an Kinder richtet. Hier können eure Kids an ihren Zeichenkünsten feilen und lernen, die Marvel-Helden zu zeichnen. Auch in diesem Deluxe-Hotel gibt es Angebote wie Room Service und Valet Parking. Die Disney-Parks erreicht ihr in ca. 10 Minuten zu Fuß oder ihr fahrt mit dem Shuttlebus. Das Disneyland-Hotel möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Es öffnet zwar erst im Januar 2024 wieder, aber es gibt schon einige Details über dieses Luxushotel, das in der Kategorie 5 Sterne angesiedelt sein wird. Es befindet sich direkt am Eingang zum Disneyland Park, was natürlich ein riesiger Bonus ist. Nach der Wiedereröffnung wird das Disneyland Hotel über ein Prinzessinnen-Thema verfügen. Sowohl in den öffentlichen Bereichen als auch in den Zimmern werdet ihr zahlreiche Anspielungen auf die Disney-Prinzessinnen finden. Von Belle über Cinderella, über Schneewittchen und Rapunzel bis hin zu Anna und Elsa reicht die Bandbreite. Bestimmt ist auch eure Lieblingsprinzessin dabei. Die klassischen Zimmer sind für bis zu 4 Personen ausgelegt und verfügen über 2 Doppelbetten. Allerdings wird es im Disney Hotel eine große Auswahl an Zimmerkategorien geben, die alle über unterschiedliche Ausstattungsmerkmale und Annehmlichkeiten verfügen. Natürlich gibt es mit dem Castle Club auch hier eine einzigartige Clubetage. Hier habt ihr sogar das Vergnügen, morgens mit den Disney-Prinzessinnen zu frühstücken. Im Hotel wird es 2 Restaurants und eine Bar geben. Im Royal Banquet könnt ihr euch am Buffet bedienen, während euch Mickey Mouse und seine Freunde Gesellschaft leisten. Im Restaurant La Table de Lumière erwartet euch ein elegantes Tischbedienungsrestaurant, in dem ihr beim Abendessen täglich verschiedene Disney-Prinzessinnen und ihre Prinzen treffen könnt. Natürlich gibt es auch einen Pool, Wellness-Einrichtungen und vieles mehr. Wenn ihr noch mehr über das Disneyland Hotel erfahren wollt, empfehle ich euch unser Video speziell zur Wiedereröffnung, das ich euch jetzt einblende. Das Vergnügen, in diesem Luxushotel zu übernachten, ist nicht ganz billig. Und das ist noch nett ausgedrückt. Zurzeit der niedrigste Preis bei gut 800 Euro pro Nacht. Dafür habt ihr hier auch das absolute Nonplusultra an Prinzessinnen-Feeling, außergewöhnlichen Service und die direkte Nähe zum Disneyland Park. Ob es euch das wert ist, das könnt ihr natürlich nur selbst beantworten. Das war der Überblick über die 6 Disney-Hotels, die in direkter Nähe zu den beiden Disney-Parks liegen. Einige von euch werden sich sicherlich schon gefragt haben, was mit Hotel Nummer 7 ist, denn das reiht sich preislich eher im Bereich des Hotel Santa Fes ein. Es geht um die Disney Davy Crockett Ranch. Die Ranch, wie dieses Hotel oft vereinfacht genannt wird, befindet sich rund 10 Autominuten vom Zentrum des Disneyland Paris entfernt. Es handelt sich eher um eine Art Ferienhausanlage als um ein Hotel, denn ihr übernachtet dort in Bungalows. Sehr wichtig ist, dass es keinen Shuttle zwischen dem Disneyland Paris bzw. dem Kerngelände mit den Parks und der Davy Crockett Ranch gibt. Ihr seid hier auf ein Auto angewiesen. Die Davy Crockett Ranch bietet euch Urlaub im Grünen. Übernachtet in Bungalows, die jeweils Platz für bis zu 6 Personen bieten. Dabei gibt es 2 Schlafzimmer, ein Wohnzimmer mit Küche, 2 Badezimmer und eine Terrasse mit Grill. Außerdem befindet sich vor jeder Hütte ein Parkplatz, auf dem 1 bis 2 Autos parken können. Ihr könnt euch auf der Ranch bequem selbst versorgen. Habt ihr etwas vergessen, könnt ihr euch ohne viele Umstände im Shop auf der Ranch eindecken. Denn hier gibt es nicht nur Disney-Souvenirs, sondern auch diverse Lebensmittel und Getränke. Ist euch nicht nach Kochen zumute, dann könnt ihr abends aber auch im Buffet-Restaurant Crockett's Tavern essen gehen. Und es gibt auch eine Bar, falls ihr Lust auf einen Cocktail habt. Neben einem riesigen, toll gestalteten Pool gibt es diverse weitere Freizeiteinrichtungen auf der Ranch. Minigolf, Tischtennis, Basketball, ein Kinderspielplatz und vieles mehr. Ihr könnt euch hier richtig austoben, wenn ihr mögt. Das war der komplette Überblick über die 7 offiziellen Disney-Hotels. Welches ist euer Favorit? Nur noch mein Tipp zur Auswahl des Hotels. Wenn ihr euch nicht so richtig entscheiden könnt, dann schaut doch mal in unser Video mit der Rangliste aller Hotels rein. Darin haben wir alle Bewertungen, zigtausende, der wichtigen Portale ausgewertet, um euch eine möglichst objektive Rangliste der Hotels bieten zu können. Ich blende euch in den Infoboxen einen Link dazu ein. Habt ihr noch Fragen zu den Hotels? Dann stellt sie doch in den Kommentaren. In der Beschreibung zu diesem Video findet ihr auch Links zu unseren Videos, in denen wir jedes einzelne Hotel noch viel näher vorstellen, sodass ihr weit mehr ins Detail gehen könnt, wenn ihr mögt. Natürlich auch zur erwähnten Rangliste. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat dieser Überblick gefallen. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und wie gesagt, postet eure Fragen oder Anmerkungen gerne in die Kommentare. Tschüss und bis zum nächsten Mal.